Oban ist nach wie vor die kleinste Destillerie im Portfolio von Diageo, wenn es um schottische Destillerien geht. Liegt auch daran, dass man die Brennerei, die mitten in der Stadt Oban beheimatet ist, nicht wirklich vergrößern kann. Da gibt es einfach keinen Platz dafür. Nichtsdestotrotz ist Oban fürs Portfolio von Diageo sehr wichtig, denn mit dem Oban 14 Jahre alt hat man einen wirklichen Klassiker im Portfolio, einen Whisky, der bei sehr vielen Leuten aufgrund seiner maritimen Noten großen Anklang findet und der ja aus der Whisky-Szene eigentlich nicht wegzudenken ist. Genauso wenig wie die Distillers Edition, wo dieser Oban dann noch in einem Weinfass gefinisht wurde. Auch die gehört einfach dazu. In den Special Releases von Diageo findet man 2021 diesen Oban 12 Jahre, der aus Freshly Charred Oak Cask stammt, also Fässern, die frisch ausgebrannt wurden und der dadurch aus dem Holz noch ein bisschen mehr rausholen hat können als ohne diese Verkohlung. Und das hier ist er. Sie sehen, dass er trotzdem ein sehr heller und nicht besonders farbiger Whisky ist, der für mich auch in der Nase noch gar nicht so viel Preis gibt. Da ist er ein bisschen verhalten. Er hat zwar diese süßen Noten, die man von den amerikanischen Eichenfässern erwarten kann, und so ein wenig den Anklang von diesen maritimen Noten, aber insgesamt würde ich sagen, ist das von den Special Releases fast die verhaltenste Nase. Was ihn aber nicht unangenehm macht oder schwach, sondern man muss ein bisschen hineinspüren. Am Gaumen dann? Ja, da kann er deutlich mehr. Da geht er in die Breite. Da hat er zwar jetzt so ein bisschen von vornherein eine gewisse Pfeffrigkeit, aber dann wird er sehr malzig und breit. Hat auch hier so leichte Salztöne, leichte maritime Töne. Ein ganz ein angenehmer Oban, der, würde ich mal sagen, im Vergleich zum 14er viel mehr Körper hat, viel präsenter ist. Das mag an den 56,2% Alkoholstärke liegen, die er besitzt. Aber er ist einfach schön zum Trinken, ein angenehmer Trinkwhisky. Jetzt nicht besonders ausgefuchst oder irgendwas, aber ja, gefällt mir gut. Kann man immer wieder ein Glas davon genießen und das würde ich Ihnen auch empfehlen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und Slunch.